zweimal Prädikat ausgezeichnet, 10 Aliens erlegt, 0 Verluste und ab nach Hause. Oh oh, Panik in Brasilien. Die Panik in Brasilien direkt ausgebrochen. Oh la la, jetzt geht's also ziemlich schnell. Oh, und ich hoffe, dass wir Brasilien jetzt nicht verlieren. Oh, 2 Beförderungen. Jens wurde befördert. Na, aber hallo. Zum Rang vom Captain. Mal sehen. Unseren Heavy auf der Stufe 5. Was haben wir denn da? Ermöglicht den Transport von 2 Granaten pro Gepäckfach. Oder Gefahrenzone erhöht den Wirkungsbereich von Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen um 2 Felder. Och, die Raketen um 2 Felder vergrößert. Kommt das nicht mehr? Jawohl. Bestätigen. Jens also mit der Rakete jetzt. Ein Ungeheuer. Und Martin, Captain Martin, ebenfalls befördert. Oh Gott, er wird zum Major befördert. Konditionierung. Bietet zusätzliche Gesundheit. Abhängig von der angelegten Rüstung. Je schwerer die Rüstung, desto größer der Bonus. Wow. Zusätzliche Gesundheit. Na cool. 2 Sektoiden, 5 Schweber, 3 Dynamanten, 20 Fragmente. Okay. Panik macht sich in Asien breit, in Südamerika breit, aber in Frankreich 2 abgeschwächt und 4 Ingenieure. Jawohl, das bleiben wir. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie sieht's hier aus? Oh, 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 oh. Und Brasilien. Oh, das. Oh, 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 oh. Aber wieso denn in Japan und Indien gestiegen? Überall. Oh Gott. Da haben wir schon 3 Satelliten positioniert. Also. Oh, oh, oh. Kurz der Schwarzmarkt. Wir haben nichts zurückgebracht. Brasilien. Oh, das ist nicht gut. Wir werden. Wie sieht es aus? Ratsbericht bereits in 7 Tagen. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Yep, auch yep, wenn yep, ich yep. nicht immer Dr. Shens Meinung bin, das in diesem ist Fall gar nicht gut. Jetzt, wo wir ein Alien lebend ergreifen können, benötigen wir zuerst einen Sicherheitstrakt, bevor wir eines von ihnen hierher bringen. Ist mir schon klar. Haben wir aber nicht genügend Geld. Und jetzt? Ich glaube fast, ich befürchte beinahe. Ich befürchte, liebe Zuschauer, ich befürchte, dass wir, falls hier bis zum Ratsbericht in Brasilien nichts mehr passiert und wir hier nicht noch die Panik senken können, ich glaube, wir werden Brasilien verlieren. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Das würde dann auch heißen, den Bonus gewusst, wie könnten wir uns abschminken. Hier unten Japan, Indien, Australien müssen wir enorm aufpassen. Verstehe nicht, wofür sich die Aliens diese Mühe machen. Was könnten die wollen? Puh. Okay. Bleibt uns nichts übrig. Wir machen weiter. Forschungsprojekt abgeschlossen. Dünnermann-Autopsie. Codename Viperus. Das äußere Erscheinungsbild des Versuchsobjekts entspricht dem entspricht dem eines Menschenmannes. Weiße Hautfarbe, das Alter würde ich auf rund 35 Jahre schätzen, obwohl es sich dabei wahrscheinlich um einen bewusst gewählten künstlichen Effekt handelt. Größe etwa 2 Meter, das Gewicht liegt knapp über 80 Kilo. Na, aber hallo, 2 Meter und nur 80 Kilo, was ist das denn für eine Bodenstange? Erst beim Sezieren offenbart sich die ungewöhnlich außerirdischen Organe und Knochenstruktur. Die Knochen sind segmentiert, etwa wie die Wirbel einer Schlange. Dadurch dürfte das Wesen im Kampf außerordentlich beweglich sein. Ein beträchtlicher Teil des Brustraums wird von großen Giftdrüsen eingenommen, die erhebliche Mengen an Gift produzieren und über Drüsenkanäle mit erheblicher Wucht ausgestoßen können. Eine genauere Analyse dieses Giftes führte zu der Theorie, dass man damit ein kräftiges Desinfektionsmittel herstellen könnte, um die Wunden von Soldaten auf dem Schlachtfeld zu behandeln. Dr. Shen arbeitet an einer Möglichkeit, wie man die Substanz in unsere derzeitigen Medikits integrieren könnte.
Wenn sie im Gefecht den Einheitenanalyseschirm auf ein anderes Exemplar dieses Typs anwenden, erfahren sie Details über die Kampffähigkeit dieses Wesens. Okay. Wie fahren wir weiter? Experimentale Kriegsführung, 5 Tage. Unser Wissen über Alien-Technologie ist zwar noch sehr begrenzt, aber bisher gelernt reicht schon aus, um den Kampf, wie wir ihn kannten, zu revolutionieren. Wenn wir auf Augenhöhe gegen diese Gegner antreten wollen, müssen wir die Alien-Technologie für unsere Zwecke anpassen. Wir hatten hier die Energiequelle. Alien-Nav-Computer. Schwerer Laser, Skelettanzug. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme die Kriegsführung. Nur 5 Tage, weiter geht's. Oh, ich hoffe ganz einfach, dass wir hier Brasilien nicht verlieren. Das wäre ganz, ganz schlecht. Aber ich befürchte es. Oh, was ist das? Unser Erdwärmekraftwerk. Na, aber hallo, jetzt geht's los. Energie. Neue Energie wurde geschaffen. Jawohl. Neues Projekt. Noch 36. Okay. Was können wir bauen? Wie sieht's aus? Satelliten. 1, 2. Okay. Und wir hätten dann 2 zusätzliche mit Verbundbonus, eventuell noch einen dritten. Okay. Mal sehen. Würde das etwas bringen, wenn wir jetzt noch einen bauen würden? Wie viel kostet der? Nein, den können wir nicht. 57. Komm, wir warten den Ratsbericht ab. Ich glaube, wir warten den Ratsbericht ab. 4 Tage und dann sind wir weiter. Ich glaube, wir verlieren Brasilien. Jawohl. Ich würde sagen, wir verlieren Brasilien. Auch wenn es mir extrem weh tut. Oh nein, Moment. Haben wir noch einen zur Verfügung? Haben wir noch einen zur Verfügung? Nein. Oh Gott, nein. Wie gesagt, ich glaube ganz echt jetzt. Ich glaube ganz einfach, dass wir hier diesen Satelliten einen Tag zu spät gebaut haben. Oder 2 Tage zu spät. Diesen Satelliten müssen wir jetzt zur Verfügung haben. Ich glaube, wir verlieren Brasilien. Commander, leider hat sich ein Mitglied entschieden, die Beteiligung am XCOM-Projekt aufzugeben. Auch wenn wir den Verlust der Unterstützung bedauern, stehen die verbleibenden Ratsmitglieder weiter hinter dem XCOM-Projekt. Sie haben bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, das ist mir schon klar. Wir kriegen hier nur eine C-Wertung, weil wir ein UFO entkommen haben lassen. Oh, komm schon. 12 Ingenieure, 3 Wissenschaftler und Unmengen an Geld. Credits. Hier. Tut mir leid, Brasilien verloren. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Jawohl, Dankeschön. Sir, auf Wiedersehen. Puh. Brasilien also verloren. Was hat das für Auswirkungen? Können wir die irgendwie zurückholen? Denke er nicht. Puh, und hier unten, da geht es schon wieder ziemlich zu und her. Aber wir haben jetzt 896 Credits. Ist da nicht 1000 gestanden zuvor? Okay. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Dankeschön. Das denke ich mir. Mal kurz schauen. Wie viele Satelliten brauchen wir? Ja, wir brauchen noch unzählige. Okay. Alles klar.
Was heißt das für uns? Ich glaube, wir bauen hier direkt das nächste Satellitenkontrollzentrum hin. Und zusätzlich kaufen wir Gegenstände. Los. Wir brauchen Satelliten. Herstellen. Da bauen wir uns gleich zwei. Auftrag erteilen. Jawohl. Und weiter geht's. Oh Gott, wieso haben wir hier diesen Satelliten zu spät? Hätten wir den noch über Brasilien abschießen können, wäre das eindeutig besser rausgekommen. Eindeutig. Einrichtung bauen. Wir haben doch da noch was. Wir haben doch da noch was. Und zwar den Sicherheitstrakt. Komm schon. Hier könnten wir dann die Werkstätten bauen und weitere Kraftwerke. Wie wir hier drüben weiterfahren, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz. Soll ich direkt eine weitere Werkstatt noch bauen? Nein, ich warte mal noch den einen Tag ab und sehen, was passiert. Neue Forschung. Experimentale Kriegsführung. Die Gießerei zum Bau verfügbar. Phönixkanone zur Herstellung verfügbar. Das heißt, wir können für unsere Abfangjäger neue Kanonen herstellen. Codename. Oh Gott. Expertenteam. Was für ein Codename. Bei unserer Erforschung der Waffenfragmente und anderen Materialien der Außerirdischen haben wir herausgefunden, wie es die Aliens schaffen, dieses Material miteinander zu kombinieren. Da die Miniaturisierung dieser Komponente meist ein separates Problemfeld darstellt, haben wir uns zunächst auf das Konzept einer Waffe konzentriert, die als Bordwaffe eines Abfangjägers eingesetzt werden kann. Diese Bordkanone wurde so konzipiert, dass sie ihre Energie auf ein möglichst kleines Zielfeld konzentriert und damit in der Lage sein sollte, den Rumpf eines UFOs zu durchschlagen. Außerdem haben wir einige unserer Ideen an die Technikabteilung weitergereicht. Und Dr. Sen alias Q ist zuversichtlich, dass die Ingenieure einige dieser Konzepte verwirklichen können, wenn sie die nötigen Ressourcen und ein passendes Gebäude für den Test bekommen. Okay. Die Phönixkanone kann ein Ziel gewaltigen Schaden auf einen Schlag zufügen, allerdings nur sehr kurz über sehr kurze Distanz. Das bedeutet für den Abfangjäger ein größeres Risiko im Luftkampf. Okay, die Gießerei. Entwickle neue Gefechtsausrüstung oder verbessere bereits existierende Gegenstände in der Gießerei. Oh cool. Okay. Wie fahren wir weiter? Skelettanzug, 13 Tage. Wollen wir weitere Laser? Ich möchte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, möchte ich nicht mehr allzu viel investieren in Laserwaffen, denn wir sollten da direkt auf Plasmawaffen gehen. Der NAV-Computer. Okay. Sollen wir hier die 3 Tage nutzen, um auch den Chrysaliden noch zu untersuchen. Navigationssteuerungsmodul, abgestürzte UFO haben scheinen gleichzeitig als Flugcomputer und als Kommunikation zu dienen. Komm, 7 Tage, das machen wir. Zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Bitte, bitte, gern geschehen. Und mal sehen. Commander, jetzt wäre eine Gießerei hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Ich empfehle, eher früher als später mit dem Bau zu beginnen. Das machen wir doch direkt. Und wo bauen wir die Gießerei hier? Werkstätte, Kraftwerke. Hier brauchen wir wahrscheinlich noch alles für Kraftwerke. Denke mal, hier die Werkstätte, jawohl, ich denke mal, wir bauen
die Gießerei. Ach Gott, was... Ich weiß nicht, brauchen wir mehrere Gießereien oder... Ich habe keine Ahnung. Hier? Nein, hier kommen Satellitenzentren hin. Hier? Werkstatt, Werkstatt. Die Kraftwerke hier runterziehen. Oder hier ausheben und hier drüben. Hm. Wir heben hier aus und bauen da dann die Gießerei hin. Alien, noch 7 Resttage. Okay. Der Alien-Raum. Jetzt geht es dann also darum, schnellstmöglich... Oh, falscher Button gedrückt. Jetzt geht es dann also darum, schnellstmöglich Aliens, Alien zu... lebendig zu holen. Das heißt, wir brauchen hier Pulsbogen. Wir bauen uns mal 3 Pulsbogen. Jawohl. Das werden dann vor allen Dingen die Stürmer sein. Lasergewehre 5. Medikits 2. Pulsbogen. Scopes haben wir 4. Nanofaserwesten. Jawohl. Ja, komm. Das passt schon. Lassen wir noch den einen Tag durchlaufen und schicken einen weiteren Satelliten. Unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Okay. Neues Projekt direkt im Anschluss. Ich möchte ganz einfach weitere Satelliten bauen. Und das tue ich auch. Ich stelle hier direkt nochmal einen Satelliten her. Oder gleich 2. Komm, gleich 2. Jawohl, Auftrag erteilen. Das heißt, wir müssen auch hier nochmals dann direkt nochmal ein Satellitencenter bauen. Ja, ja, das müssen wir danach angehen. Oh, was ich noch kurz schauen will, was kostet denn hier dieser Raum, der Sicherheitsraum? Den haben wir bereits gemacht. Was kostet die Gießerei? 75, 3 Energie. Energie haben wir jetzt aber wieder ziemlich vorwärts gemacht, aufgrund der Erdwärme. Also Energie sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt sofort hoch und schicken einen weiteren Satelliten hoch. Wo senden wir den hin? Puh. Kanada. Wir schicken den nach Kanada und wir holen uns den Bonus Luft- und Weltraum. Satellit jawohl. Gestartet. Okay. Was haben wir hier? Ein Start bereits verloren. Jawohl, ich weiß. 3 Satelliten können wir also jetzt noch losschicken. Ja. Puh. Noch 5 Tage bis zum nächsten Satelliten. Los geht's. Oh, kurzer Moment. Was ich noch schauen möchte. In der Offiziersschule. Oh ja. Eiserne Willenskraft. Die Grundlagen können wir auch kaufen. Neue Rekruten werden automatisch zum Soldaten befördert. Okay, wäre cool. Oder Eiserne Willenskraft. Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Na, den holen wir uns auf jeden Fall. Eiserne Willenskraft. Nee, komm. Die 100 Credits. Nee. Nee, nee. Das möchte ich noch nicht. Was wir uns auch noch kurz ansehen. Soldaten anzeigen. Hier wurden alle direkt befördert, natürlich jetzt. Oh, und wir haben 3 Stürmer gekriegt. Na, aber hallo. Wie geil ist das denn? Stürmer waren bei uns eher knapp gesät. Und hier auch noch ein Heavy. Oh yeah. Oh, diesen Namen, ich sage euch jetzt schon, diesen Namen
Khaled. Oh meine Güte. James Turner. James Turner? Kennt man das nicht aus Pirates of the Caribbean? James Turner? So heißt doch Will Turner. Entschuldigung, Will Turner natürlich. Okay. Also, mit Stürmern sind wir nicht mehr unterbesetzt. Wie viele haben wir? Ja, 18 Soldaten. Okay, das sollte vorerst mal ausreichen. Jetzt noch kurz nachschauen. Im Hangar drin. Diese Phönixkanone. Was bringt die uns? Was denn? Ach, wir haben keine. Wir haben die noch nicht gekauft. Ich glaube auch, wir bleiben erstmal noch auf der Avalanche-Rakete. Jawohl. Okay, und weiter geht's. Anfrage von Indien. Schwebeleichen. Viele namhafte Forscher sind der Ansicht, dass die Schweber der Schlüssel zur nächsten Stufe von der Kybernetik sein könnten. Mehrere indische Firmen haben uns beträchtliche Spenden in Aussicht gestellt, wenn wir ihnen Material zu Studienzwecken liefern. Na also beträchtlich, 60. Wir haben 18 Schweber auf Lager und 6 Leichen. Jawohl, komm, das machen wir. Okay, das haben wir geliefert. Wie lange geht das noch, bis ausgehoben ist? Ist das schon? Noch 4 Tage. Okay. Da würde ich sagen, weiter geht's. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Okay. Das ist mal nicht schlecht. Was ist hier denn? Legierung 123. Illyrium, jawohl, okay, das passt. 15, 16 Tagen. In 16 Tagen sind 4 Satelliten da. Okay. Das heißt jetzt, wir haben noch einen zur Verfügung jetzt. Oh Gott, hier ist einfach... Oh Gott. Das heißt, wir schicken den nach Argentinien. Oder sollen wir Ägypten nehmen, um den Bonus zu erhalten? Hier haben wir noch keinen einzigen Satelliten. In Europa ist noch nichts unterwegs. Aber da ist auch die Panik noch nicht allzu groß. Ich glaube, wir... Das Ingenieurteam macht gerade Versuche, die Störungen verursachen könnten. Ich warne das Personal sicherheitshalber vor. Was nehmen wir uns vor? Ägypten hätten wir 70 Credits plus natürlich die Einnahme, also der All-In-Bonus. Südamerika wäre einfach 70, ein Satelliten gleich ein Wissenschaftler pro Monat. Ich bin mir nicht sicher. Hier drüben. Hoffentlich können die Menschen in diesen Städten ruhig halten. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist Chaos. Okay, ich weiß nicht genau, was er da immer reinspricht, aber... Ach komm, wir nehmen Argentinien und hauen da einen Satelliten hoch. Jawohl.